Ich schneide heute Abend den Film zusammen. Ihr seht schon im Hintergrund, da läuft immer ein anderer Film. Ich mache das jetzt gerade mal aus, weil jetzt läuft immer was Besonderes. Also heute am Sonntag habe ich mit meiner Familie so einen Sonntagsausflug gemacht. Und da sind wir zufällig gelandet auf dem Bauernmarkt in Oberelsbach. Und da habe ich eine Musikband filmen dürfen. Die Jungs sind echt cool. Es ist zwar nicht so Kaffeeräser-technisch, ne, wie ihr mich so kennt, aber hier geht es um richtig Live-Musik. Und ihr seht dann schon im Film, ihr müsst es halt angucken, das sind alles erfahrene Jungs. Die sind auch schon über 20 und die haben richtig Spaß. Und das hat mich so gefesselt. Ich bin Rock'n'Roller, aber das hat mich so gefesselt. Da bin ich echt sitzen geblieben und dieser Originalfilm, der dauert 54 Minuten, das zeige ich euch jetzt nicht. Ich habe jetzt hier so ein Medley zusammengeschnitten. Ich bin echt fasziniert. Ihr wisst ja, wie ich drauf bin. Aber das war jetzt geil. Und wenn ihr Lust habt, guckt ihn euch an. Und die, wo das scheiße finde, weil sie keinen Plan haben, tut gar nichts. Ne? Und die, wo es gut finde, bitte Daumen hoch, weil die Band, die ist geil. Und die tue ich irgendwie mal samstags oder sonntags mittags bei uns engagieren. Wenn wir mal so ein Fest machen, Motorradfahrer. Und wir laden ältere Leute ein, mit denen trainen wir vielleicht mal Dorf runter. Das ist so meine Idee. Auf jeden Fall, die Jungs sind echt absolute Hammer. Und die haben da ein Programm gemacht. Guckt und ich höre jetzt auf zu labern. Bis dann. So, wir sind hier am Rhöner Bauernmarkt in Oberelsbach. Und hier ist gesunder Genuss aus der Rhön, das ist schon mal gut. So, hier ist erstmal eine Ansprache von der Bürgermeisterin, die Birgit. Die Musiker, die machen sich gerade startklar, wie wir hier sehen. Da sind wir mal gespannt. Das ist hier der Bandchef? Ja, der prominente Band Kümmerer. Der prominente Band Kümmerer, ja. Kümmerer, ja. Wo kommst du her? Na, aus Bad Königshofen im Grabfeld, ja. Die Metropole des Grabfeldgaues. Ja. Und ihr macht das so nebenbei? Wir sind eine Therapiegruppe. Das heißt, wir laden ein per E-Mail. Und manchmal kommen 10, manchmal 15, manchmal 24, je nachdem. Und Soundcheck brauchen wir nicht, weil wir keine Verstärker haben. Wir fangen einfach an, ohne Noten, ohne Probe. Genau, das hört sich ja cool an hier. Live. So muss es sein. Aber jetzt gib erst doch mal den Fans die E-Mail-Adresse durch. Man kann dich auch buchen, ne? Oh, das wird gefährlich. Wir sind eine reine Amateurgruppe. Macht doch nichts. Das ist doch Erfolg. Wir fangen ja Volkslieder. Gut, aber die E-Mail mache ich mal. Clemens. Hier, pass auf, nur mal ganz kurz. Was ich für Musik mache, das haben wir ja dann da drauf. Ne? Ja, richtig, ja. Da gibt es ja die Fans. Okay, das wird eng. Du. Wir haben heute ein Jubiläum. Nee. Das ist der 50. Auftritt in diesem Jahr. Ja. Da muss aber eine Kapelle suchen, die so viele Auftritte hat. Ja, und dann erzählst du Amateur. Wir sind reiner Amateur. Ja, alles klar. Los, ja. Erst hau die E-Mail-Adresse durch, dann will die Fans. Jawohl, hau dich, jawohl. Clemens mit C, Clemens. Bär Emil Hans Rosa, dann web.de. Okay. Dann ist aber aus, mehr sage ich nicht. Hier, und die, wo keine E-Mail haben, hast du doch eine Telefonnummer? Oh, das wird gefährlich, das kann ich nicht durchgeben, da ist mal Frage dagegen. Die Frau ist eifersüchtig, das haben wir auch noch. Ja, ja. Tschüss. Thank you.
Aber auf geht's jetzt. Ne? Ihr seid doch auf dem Marktplatz, fühlt euch doch mal richtig auf. Ne? Ja, die Bürgermeisterin war da, die hat's genehmigt. Jetzt müssen wir noch tanzen, ne? Ja. Hier so. Wunderbar! Thank you.
mein Hund spazieren gehen. Mädchen muss man hoch, lauter hübsche Feine. Und wenn der Teufel ein Dutzend holt, hab ich immer noch eine. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Zeig mir mal dein Dampfmaschin, häng ich mein Dynamo noch.
Applaus.